Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Live-Let's Play. Wow, ein Spiel von Playtonic Gameses. Und ihr seht sie schon, Yuka und Laylee in ihrem zweiten Abenteuer, brandneu erschienen. Published by Team 17, Yuka Laylee and The Impossible Lair. Hey, Queen Phoebe aus diesem Großwälzer braucht unsere Hilfe. Capital B macht wieder Ärger. Wir müssen ihn aufhalten. Okay, da geht die Story schon im Intro los. Okay, im Titelbildschirm. Komm, wir schauen uns dieses königliche Stachelreich an und erledigen Capital B. Ja, ich würde fast sagen, dass... Ich würde sagen, dass wir dann loslegen können sofort. Okay, der Text fängt eben wieder von vorne an. Xagosh, dankeschön für deinen Resub. Sogar Stufe 2. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. So. Alles klar. Leute, wir spielen die Nintendo Switch-Version, die natürlich bekannterweise ein bisschen wieder mit Abstrichen zu kämpfen haben muss und auch mit, wohl, wie ich gehört habe, den längsten Ladezeiten. Deswegen kann ich jetzt schön viel erzählen. Yooka-Laylee, manche kennen es bestimmt schon, den ersten Teil gibt es ja auch auf meinem Kanal, auch die Switch-Version. Und die waren ja damals so konzipiert als geistige Nachfolger für tatsächlich Banjo und Kazooie, weil der Großteil der Entwickler halt damit gearbeitet hat, die auch schon damals bei den Spielen mitgemacht haben. Sehr, sehr schön. Und der erste Teil, ja, mir hat er gefallen. War jetzt nichts Bahnbrechendes oder nicht wirklich von wegen den alten Zeitgeist so krass derbe zurückgeholt haben sie damit nicht. Aber mit dem zweiten Spiel hier fahren sie jetzt eine andere Richtung, anstatt so dieses Open-World-3D-Plattformer. Das ist jetzt eher wie Donkey Kong, ein Side-Scroller. Jo, wir sind im königlichen Stachelreich angekommen. Ah, ihr seht schon, oder? Warte mal, ich werde mal ganz kurz ein bisschen meine Kamera noch adjusten. Nur ganz kurz adjusten. Nur ein bisschen. So, nicht wundern. Wully Koizi, dankeschön für deinen Resub. Vielen, vielen Dank. So. Oh mein Gott, da ist er ja schon. Ja! Oh Mann, ey. Aha! Da ist ja das Blindgänger-Duo. Capital B! Wir sind da, um dich auszuschalten. Wieder mal. Und ja, ich gebe es immer doch zu. Ich habe beim ersten Abenteuer eine ganze Weile gebraucht, um zu checken, dass er eine Biene ist. Ja, ich weiß doch auch nicht. Ich weiß doch auch nicht. Miss Pongobu, danke schön für deinen Sub. Vielen, vielen Dank. Yuka und Laylee, ihr seid hier. Helft mir, Capital B aufzuhalten. Er hat ein Gerät zum Kontrollieren des Bienenschwarmverstandes gebaut. Oh nein, Schwarmintelligenz manipulieren? Den Bienenstockverstand. Klingt cool. Müssen wir uns Sorgen machen? Ja, er wird es nutzen, um alle Bienen im königlichen Stachelreich zu versklaven. Das Letzte, was Capital B braucht, sind mehr Mitarbeiter. Ja, ich würde euch ja gern weiter herumsumsen hören, aber ich muss noch ein paar Welten erobern. Na toll, jetzt komme ich nicht mehr zurück. Ui, das hätte uns beinahe wehgetan. Haha, ich wärme mich gerade erst auf. Schnell, hier entlang. Drücke B, um zum Springen und achte auf die Fallen. Tja Leute, ne? Wie gesagt, das ist ein bisschen wie Donkey Kong Country Tropical Freeze. Na dann, Laylee, auf geht's. Helfen wir Queen Phoebe. Diese ganzen Bienensprichwörter. So, ich hoffe, der Sound ist weit in Ordnung. Boah, was kann ich denn alles? Sie können... Wow! Erstmal ein bisschen testen, ne? Obwohl uns das bestimmt eh noch alles erklärt wird. Aber egal. Sound is good. Sehr schön. Wow! Okay, jetzt bestimmt einfach nur so ein Anfangslevel. Ein bisschen was hat man vom Spiel mitbekommen. Wow! Aber natürlich habe ich mich nicht unbedingt sehr krass spoilern lassen. Wobei wir so ein schöner Plattformer, warum nicht? B, spring und schnapp dir das Seil. Okay, ja! Uff. Cool. Ups. Ja, typisches Tutorial-Level, würde ich mal behaupten. Yay. Oh Mann. Entschuldigung. Zum Glück halten sie sich automatisch fest. So, verwende Y zum Angreifen oder rollende Angriffe beim Rennen. Alter, Tür einfach auf ihre Bams. Verstehe. Wee! Okay. Ups. So,
Boris, mein Lieblingsmitarbeiter. An dir kommt Yuka nicht vorbei. Der Typ da? Nein! Ihr habt Boris geschlagen! Depp eh. So, hier habt ihr eure vernichtende Niederlage. Oh, was kommt denn jetzt? Greif rollend an und quetsch dich durch enge Lücken, Yuka. So, ich habe immer Angst, ob wir zu überspringen. Sagen sie oder was? Kid, okay, schon wieder nicht getroffen. Ich bin zu schnell für das Spiel. Kasi, dankeschön für dein Resub, dankeschön. Okay, wartet mal. Roll so nah wie möglich an den Rand und spring dann in die Luft. Okay, gut. Yeah! So! Ha, selbst ein störrischer Affe könnte rollend angreifen und dann B in der Luft in die Luft springen. Ach so, der Donkey Kong Move. Donkey Kong konnte ja auch während er rollt und noch in der Luft ist aus der Luft springen. Okay, Moment. Ich kann rollen und dann springen. Okay, warte mal. Die Rolle war schon vorbei. Sehr schön. Na, Mister, alles klar. Oh, Phobi. Die Mucke fetzt schon mal. Großartig. Ihr seid hier. Ich habe meine Bienentalion. Also Bataillon. Bientalion. Schild zusammengerufen, damit er uns hilft. Verflixt. Der Bientalion-Schild. Das klingt praktisch. Aber jetzt soll er mal damit fertig werden. Zeit für die Verstärkung. Soll euer Bientalion mal sehen, was echte Feuerkraft ist. Oh weh, daran kommen wir nie vorbei. Leben zumindest. Müssen wir Cavity Bee wirklich besiegen? Vielleicht wäre er ein guter Herrscher. Layli. Keine Angst, ihr Angsthasen. Ich leihe euch meine Bientalion-Schild. Meinen Bientalion-Schild. Er fängt alle Treffer für euch auf. Nehmt sie mit und haltet dieses Ekel auf. Boah. Ha, wir sind voll in Fahrt. Los, Yuka, probieren wir es aus. Vorwärts! Ja! Haha, yeah! Ich bin jetzt unverwundbar. Okay. Spiel durch. Boah, dieser Schild ist irre. Wow, oh, Verfolger, Digga. Wow. Okay, yeah! Oh, shit. Boah, ja! Diese Bientalion. Der hält allen Schaden ab. Wow, wow. Yeah! Wow. Yeah! Oh Gott! Oh, okay, ich hab die Bienen! Yeah! Aua, aua! Oh Gott, ich sehe gar nichts! Mann, dieses verfluchte Schild, ey! Ich muss mir selbst einen besorgen! Moment mal! Betrüger! Ohne euren Unverwundbarkeits Lifehack wärt ihr gar nicht so weit gekommen! Aber ihr übersieht da was. Es wird Zeit, dass ich den Bienenstockverstand aktiviere. Joink. Joink? Oh oh. Ja, danke fürs Aufwärmen. Diese Bientalion-Schildwachen arbeiten jetzt für mich. Oh nein. Hier, das kitzelt. Jetzt arbeitest du für mich. Schafft ihn weg. Ich benutze das Bientalion und sperre ein, was ich nicht brauche. Nein. Aber wie sie da einfach steht. Jetzt bist du mit der Gehirnwäsche an der Reihe, Queen Phlobi. Ha! Stell dich darauf ein, eine hirnlose Drohne zu werden. Du Monster. Verflixt, der Saft ist alle. Was für ein Zufall. Wartet hier, ich muss meinen Stab aufladen. Er wird das königliche Stachelreich versklaven. Es liegt jetzt an euch, Yuka. Zieh ihm den Stachel. Aber dann stirbt er doch. Aber seht euch vor, diesmal habt ihr keine Bientalion. Wir haben kein Unverwundbarkeitsschutzschild mehr. Nun gut. Was für... Eine Bosstür. Einfach nach oben drücken, um reinzugehen und ihm den Stachel zu ziehen. Hm?
Unmögliches Versteck. The Impossible Lair. Du wurdest getroffen. Schnapp dir Layli, bevor sie davonflattert. Du hast Layli verloren. Finde eine Layli-Glocke, um sie zurückzuholen. Okay, die typischen Tipps im Lotus Queen. Genau, hier das unmögliche Versteck. Der Titel natürlich. Hallo übrigens an alle, die nur einschalten. Hallo. Oha. Sind wir jetzt echt schon bei... Oh Gott. Sind wir jetzt echt beim Boss? Der Bienenstockverstand ist wieder aufgeladen. Jetzt gibt's Keile. Wir haben dich schon einmal besiegt. Das schaffen wir noch einmal. Dieses Mal habt ihr nicht so viel Glück. Macht euch auf was gefasst. Ich komme. Wow. Okay, warte. Bestimmt Donkey Kong. Geil. Na. Hab ich dich getroffen. Oh. Das kannst du doch nicht mal. Na, was hat er vor? Ja! Boah! Dafür habe ich keine Zeit! Was? Das war's? Jo, das war's! Haha, lachen sich voll ein und freuen sich voll. Ihr Nulpen habt einfach nur Glück! Aber jetzt will ich sehen, wie ihr mit der nächsten Stufe von meinem heimtückischen Plan B zurechtkommt. Okay, schau. Oh Gott. Okay, erstmal. Na, ab durch die Mitte! Bam, bam. Wow! Oh, warte, Layli, warte, komm her, Layli, Layli. Oh. Voll gegengerollt. Mein Face hat alles verdeckt. Scheiße! Yuka kann Dinge in die Luft werfen. Probier es mal aus. Okay, Instant Kill. Nee, ich wurde zweimal getroffen. Einmal habe ich Layli verloren und dann bin ich direkt gleich nochmal getroffen worden. Aber gut. Mal schauen. Power Opfel, Dankeschön für deinen 8. Resub und Hallöchen. Dankeschön. Ey, diese Switch-Ladezeiten, ne? Wie gesagt, ich kann nicht anders aus mich dafür entschuldigen, aber ich hatte halt einfach Lust auf die Switch-Version. Warum denn nicht? Ne? Was zur Hölle? Schnell, liegt nicht so faul herum. Ihr müsst zum königlichen Stachelreich zurück und Capital B aufhalten. Können wir es nicht bei Unentschieden lassen? Er dreht den Bienenstockverstand auf und damit kann er alle Bienen in meiner Welt kontrollieren. Er kann mein ganzes königliches Stachelreich beherrschen, wenn er das tut. Ja, aber das unmögliche Versteck ist unmöglich. Ach, das war schon das... Ach so. Das, Leute, ich muss ja ein bisschen was weiß ich ja, wie das Spiel, was das Spiel so für eine Handhabung hat. Angsit, dankeschön für deinen Resub, dankeschön. Und, ach so, das war das schon. Okay, unser erster Versuch im unmöglichen Versteck. Na toll. Wir haben keine Chance, ey, wenn dein Bintayong uns nicht schützt. Ich glaube, da kann ich euch helfen. Wenn ich die Kapitel mit dem gefangenen Bintayong herausziehen kann, könnt ihr sie retten. Aus dem Weg. Was kannst du? Du kannst Kapitel rausziehen. Immer diese tollen Jump-in-One-Stories, ne? So. Oh, oh. Das Ding explodiert. Tot. Oha. Geschafft. Und jetzt? Schnell, liegt nicht so voll herum. Gut, fangen wir damit an, dass wir ein Mitglied des Bienenstockverstands aus diesem Kapitel retten. Überlass das nur uns, Queenie. Ja, wir machen das. Sehr schön. Genau, das ist eine typische, naja, nicht so, vielleicht nicht so ganz typische, aber eine Overworld, wo wir dann die ganzen Level von besuchen werden. Und die haben ja tatsächlich so ein bisschen hier Zelda Breath of the Wild Feelings eingebaut. Denn das hier ist an sich das allerletzte Level, so viel ich gehört habe. Und wenn man halt denkt, man ist gut genug, kann man das Spiel halt schon versuchen durchzuzocken. Aber dieses Level ist halt das unmögliche Versteck und das soll halt richtig schwer sein.
Deswegen braucht man halt aus den anderen Leveln halt diese Bientaillon. Haben wir ja gerade gesehen, dass die halt so ein Schutzschild sind. Und was ich so mitbekommen habe, ist jede Biene einen Treffer mehr. Also können wir halt quasi, nicht wie viel hat man am Ende, sagen wir mal 20 Treffer oder so, dass man dann mit 20 möglichen Treffern das Level nochmal macht und dann halt bessere Chancen hat. Das ist schon cool. Sebastian, Dankeschön für deinen Resub, sogar Stufe 3, vielen, vielen Dank. Oh, das ist eine coole Idee, ja, finde ich auch, ne? Wie gesagt, jeder, der meint, er ist der Ultra-Pro, viel Spaß, so, ne? Aber ich werde das Spiel durchspielen. Also erstmal umgucken, ohne Truhe. Erstmal umgucken. Und okay, er kann seinen Kopf durch die Wand glitschen, aber hier nicht hoch. Okay, verdammt, er springt ja wie vor Scheiß. Anders als in den eigentlichen Leveln. Na gut, dann Kapitel 1, großer Damm. Mein erstes Bientaillon ist in diesem Level. Bitte rettet es. Okay. Dumba-dum-da-dum-bam. New Game Plus dann ohne Bienen? Ja, keine Ahnung, ob das Spiel New Game Plus hat. Wie gesagt, das ist relativ neu. Ich zock's natürlich halt unwissend und blind, aber ich mich einfach darauf einlasse und mal wieder ein bisschen meine Jump-and-Run-Skills trainieren. Aber die Idee ist cool. Marcel ist also kein Ultra-Pro. Nee, tut mir leid, dass ich da eure Hoffnung zerstöre. Was ist das? Achso, Checkpoint, wa? Ist ja geil. Vor so ein Checkpoint. Okay, wartet mal, kann ich? Okay, so. Oh, wartet. Ach, schön, ey. Das wird jetzt wieder richtig schön. Ja, mit so Secrets und alles. Geil, freut mich schon drauf. Okay, 5 Collectibles. Gut. Merke ich mir natürlich. Und diese Federn dürften Währung sein, glaube ich. Zack. Wow. Boah, schon 51 Federn, okay. Also im Original waren es halt ein bisschen Währungen. Ich glaube, hier muss man aber nicht pro Level alle einsammeln, glaube ich. Wie noch im ersten Teil. Oh shit, was zur Hölle? Das erinnert alles schon sehr an Donkey Kong, ne? Vor allem die geile Mucke. Sind aber auch die gleichen Composer. So, das hier ist, glaube ich, eine Laylee-Glocke. Das Donkey Kong-Fass. Ne? Ah, wir haben ja Laylee noch. Wow! Achso, raufspringen. Ich dachte, ich muss ihn berühren. Alter, wie viele Federn! Oh, ich habe jetzt natürlich keinen Grafikvergleich, ne? Aber bisher muss ich sagen, also auch wenn es die Switch-Version ist, finde ich das Spiel sehr schick. Die Hintergründe und alles, ach man. Nimm R zum Aufheben und Werfen eines Objekts. So. Oh, warte mal, willst du da hochwerfen? Warte mal. Geht das? Oh Gott! Alles cool, Laylee, alles cool. So, wie werfe ich denn das nach oben? Toll. Wie werfe ich das denn nach oben? Kann ich nochmal probieren? Natürlich nicht. Klasse. Toll, da sind bestimmt nicht, dass da ein Collectible drin ist. Kann ich irgendwie noch mal, warte mal, ich will probieren, ne? Kann ich irgendwie nochmal. Oder bleiben die Gegner auch alle tot? Ich glaube ja. Das will ich probieren, ob ich einen Gegner da hochschlabbern kann. Wow. Nö, okay, habe ich das verkackt hier? Nein, ich hoffe, es sind bloß Federn. Stoop? Donkey Kong Fässer. Oh, warte, die Federn will ich. Ah! Oh, okay, ich glaube, man muss nicht alle einsammeln. Schau mal, irgendein Blödmann hat eine Münze hier liegen gelassen. Die nehmen wir mit. Na klar, nehmen wir die mit. Njam. Die zweite von 5 halt. Was ist denn für ein kleines Bett da? Wer pennt denn hier? Leute, irgendjemand wohnt hier. Hallo, Lamia.
Okay, ich habe hier wieder was zum Aufschlabbern. Bloß warte, ich will erstmal gucken, wofür ich das brauche. Okay, das ist ja schön fies. Warte mal. Yeah! Was soll ich jetzt mit dem Ding hier? So, ich kann ja mal kurz... wie das aussieht. Ich hab mal jetzt nach oben gedrückt, aber der macht bewegt seinen Kopf nicht. Okay, ich kann mich ducken mit dem Ding. Nach oben. Ah, okay, gut. Gut, okay. Oh, was ist denn so ein gelber Typ? Ah, okay, das... das kommt halt alles so bekannt vor aus Donkey Kong. Okay, gibt aber immer bloß so eine komische Feder mit Krone. Ich hab bloß immer Angst, dass es doch gleich immer so eine Münze geben könnte, ne? Ah, Tür auf, Boris, hau ab. Uff. Aha. Aha. Okay, warte. Erstmal oben.